Es war ein schwieriger Großeinsatz für 155 Feuerwehrleute gestern Abend im Lavantal. In Gräbern brannte ein Stall bis auf die Grundmauern nieder. Das Löschwasser musste mit Tankwägen zum Brandort gebracht werden. Der Schaden ist enorm. Das Feuer in der Ortschaft Gräbern bricht kurz vor 18 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren steht der ältere Teil des Wirtschaftsgebäudes schon in Vollbrand. Der Landwirt und der Nachbar haben zuvor gerade noch rechtzeitig 17 Maststiere ins Freie gebracht. Zwei Jungtiere waren stundenlang vermisst, sie sind aber heute wieder aufgetaucht. Die Problematik hier in diesem Einsatzobjekt ist die Wasserversorgung, da weit und breit kein fließendes Gewässer oder Wasserbehälter ist. Wir mussten uns helfen mit dem Pendelverkehr, mit Tankwägen und mussten dazu mehrere Feuerwehren auch vom unteren Lavantal dazu alarmieren, um die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, um den neuen Teil des Wirtschaftsgebäudes erhalten zu können. Beim Brand werden drei Menschen leicht verletzt und vom Roten Kreuz an Ort und Stelle behandelt. Ursache für das Feuer war offenbar ein technischer Defekt bei einem Heugebläse. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.